gezeichnet vom mächtigen Puls des Meeres. Von Geschichten und Gefährten, die durch die Zeiten reisen. Unterwegs zu neuen Ufern, zum schnellen Geschäft, im ewigen Wettlauf mit der Natur. Eine erstaunliche Landschaft. Gleich neben vergessener Ursprünglichkeit, verzauberte Welt zwischen Ebbe und Flut. Die Elbe ist mehr als ein Fluss, der sich durchs Land schlängelt. Es formt und selbst geformt wird. Sie ist eine Landschaft, unermüdlich in ihrer Veränderung, geprägt durch den Gezeitenstrom. Die Elbe, auf ihren letzten 100 Kilometern zwischen Hamburg und der Mündung in die Nordsee. Ebbe und Flut im ewigen Wechsel haben fruchtbaren Boden geschaffen. Menschen haben ihn dem Fluss abgetrotzt und urbar gemacht. Menschen nutzen den Fluss auch als Erholungsraum. Menschen leben und wirtschaften mit dem Fluss, zähmen ihn, biegen ihn zurecht, viele Jahrhunderte schon. Nicht immer im Einklang, manchmal schlägt die Elbe zurück. Mit der Naturgewalt des Wassers. Ihre Einzigartigkeit verdankt diese Landschaft dem Auf und Ab der Gezeiten, verursacht durch Urkräfte der Erde und des Himmels. Alle 6,5 Stunden im Wechsel. Ebbe und Flut. Die ständige Bewegung des Wassers in den Ozeanen entsteht durch die Erdrotation und die Schwerkräfte von Sonne und Mond. Flutwellen sind die Folge, 2 am Tag. Vom Atlantik schwingen sie in die Nordsee und weiter in die Elbe. Der Puls des Meeres. Über Nebenflüsse schlägt er weit ins Land hinein. Schiffe kommen und gehen mit ihm. Seit Hunderten von Jahren. Heute befördern sie ihre Lasten selbst bei Niedrigwasser. Auf einer künstlich ins Flussbett gegrabenen Fahrrinne. Alles drumherum aber erliegt den Gezeiten. Genauso wie damals, als hier Segelschiffe fuhren. Nach dem Auf und Ab des Wassers richtete sich das Leben am Fluss. Und daran hat sich nicht viel geändert. Winter an der Unterelbe. Alles ruht unter eisigem Mantel. Nicht so der Elbstrom. Nur ganz selten friert das Fahrwasser zu, wegen des Gezeitenhubs und der starken Strömung. Ab und zu lähmen Eisschollen die Schifffahrt, aber nur in extrem strengen Wintern. Städte und Dörfer dösen im Winterschlaf. Nur wetterfeste Ausflügler trotzen dem scharfen Wind. Eine einsame Jahreszeit an der Elbe. Doch dann erwacht der Frühling. Und der ist nirgendwo so schön wie im alten Land, dem Blütenmeer Norddeutschlands.
ein verwunschener Garten. Ursprünglich angelegt von einem niederländischen Mönch. Anfang des 12. Jahrhunderts kam er mit Landsleuten her und ließ sich am südlichen Elbufer nieder. Im Gepäck die holländische Wasserbaukunst, um das fruchtbare Marschland trocken zu legen. Heute ist das Olland, wie es auf Plattdeutsch heißt, das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas. Prunkvolle Fachwerkhöfe prägen das Landschaftsbild. Das Erbe der Altländer Obstbauern. Ihre emsigen Helfer kommen aus ganz Norddeutschland. Denn im alten Land gibt es nicht mehr viele Imker. Bienenvölker sind rar geworden. Für ein Glas Honig müsste eine Biene 5 Millionen Blüten besuchen und dabei eine Strecke fliegen, die 3-mal um die Erde reicht. Aber nicht alles Krabbeltier findet beim Obstbauern Anerkennung. Shit, jetzt habe ich leider einen Baum gefunden, der noch Blattläuse hat. Und wenn Sie das an den angekräuselten Blättern, kann man das sehen, dass sich dort Blattläuse befinden. Ja, der Apfel, der wird durch die Ausscheidung schmierig und wird dadurch unverkäuflich. Früher brachten Segelschiffe die Äpfel nach Hamburg, über die kleinen Altländer Flüsse. Ein paar dieser Frachtewer gibt es noch immer. Sie segeln heute zum Vergnügen. Noch vor 100 Jahren sah die Unterelbe anders aus. Viele Nebenarme wandten sich durchs Land. Das Flussbett veränderte sich ständig. Hinderlich für Schifffahrt und Wirtschaft. Und für den Zugang zum Seehafen Hamburg. Also griff der Mensch in den Flusslauf ein, verlandete Nebenarme, begradigte, baggerte Fahrenden aus. Zum ersten Mal 1910, 8 Meter tief. Heute bestimmen Containerschiffe das Transportgeschäft zwischen Hamburg und dem Rest der Welt. Wahre Giganten, 8000 Container und mehr an Bord, auf 17 Etagen gestapelt, 93.000 PS. An der Unterelbe müssen sie ihre Kraft zügeln. Ja, man muss natürlich auf die örtlichen Gegebenheiten hier an der Elbe auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich meine, das ist nicht nur, dass hier die Containerschiffe rein und rausfahren, um hier Geschäfte zu erledigen, sondern hier gibt es natürlich auch Naturschutz. Und dann gibt es hier an der Elbe natürlich auch jede Menge Möglichkeiten, wo sich die Leute erholen wollen. Und da kann man mit so einem Schiff hier auch ein bisschen was kaputt machen, beziehungsweise Leute unter Wasser setzen. Deswegen haben wir zum Beispiel vorhin gerade reduziert gehabt. Also es sind doch etliche Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Am Willkommhöft in Schulau kommen alle vorbei. Als Gruß erklingt die Nationalhymne. Hamburg ist einer der größten Seehäfen der Welt, obwohl er 100 Kilometer tief im Binnenland liegt. Hamburg hat natürlich einen Nachteil, diese lange Revierstrecke hier. Aber dafür hat Hamburg auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr viel zu bieten. Also Hamburg hat ein Umfeld, Hamburg hat eine Infrastruktur und ist auch in der Lage, eben Kapazitäten abzufertigen hier von der Schifffahrt her. Also das ist natürlich ein Fund, womit Hamburg buchern kann. Zwischen der Elbmündung und Hamburg besteht Lotsenpflicht. Die Fahrrinne ist schmal und schwer zu befahren. Zwischendurch anhalten oder drehen, unmöglich. Noch komplizierter werden die Manöver im engen Hafen. Speziell hierfür wechseln nochmal die Lotsen. Das wird so ablaufen, hier in Hamburg ist es Vorschrift, dass 2 Hafenlotsen kommen, bei dieser Größe des Schiffes. Das heißt, in der Regel ist das so, ein Lotse nimmt die Steuerbordseite wahr, der andere die Backbordseite, um den Verkehr oder auch Abstände dort zu checken. Und der Lotse, der das sozusagen das Kommando hat, mit dem bin ich dann auf der Seite, wo wir auch anlegen. Okay, okay.
Hamburg, zweitgrößter Containerhafen Europas. Von Kaiser Barbarossa bekam die Stadt einen Freibrief für die zollfreie Fahrt auf der Unterelbe. Das war 1189. Heute werden hier 9 Millionen Container im Jahr umgeschlagen. In 8 Jahren sollen es doppelt so viel sein. Rund 200 Unternehmen leben vom Geschäft mit dem Hafen. Staat, Stadt und Privatwirtschaft wollen Milliarden in den Ausbau investieren. Das Problem? Die Elbe. Hamburg kann nur von Schiffen mit einem Tiefgang bis zu 13,5 Metern angelaufen werden. Die ganz großen, voll beladen, kommen schon heute nicht mehr rein. Erneut ist eine Elbvertiefung im Gespräch, um weitere 2 Meter. Doch die Meinungen gehen auseinander. Die Natur hat schon frühere Eingriffe nicht unbeschadet überstanden. Die Navigation richtet sich nach den Gezeiten. Denn zweimal am Tag steigt der Wasserstand ganz natürlich an. Auf der Flutwelle können Schiffe mit 15 Metern Tiefgang fahren. Doch das Zeitfenster ist eng. Und für die größten Containerriesen reicht auch das nicht. So bestimmt der Gezeitenkalender die Abläufe im Hafen. Tag und Nacht wird gearbeitet. 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Nur wenn das Schiff wieder fährt, verdient es Geld. Auch auf den Werften ticken die Uhren nach dem Rhythmus der Gezeiten. Selbst wenn die Königin der Meere zu Gast ist, die Queen Mary II. Das britische Traumschiff kam nach Hamburg zur Wartung. Jetzt wird ausgedockt. Nur bei Hochwasser bleibt genug Platz zwischen Kiel und Grund. Es war übrigens der Hamburger Reeder Albert Ballin, der Kreuzfahrten erfand. In den passagierarmen Wintermonaten 1891 schickte er den damals größten deutschen Passagierdampfer Augusta Victoria statt im Linienverkehr über den Nordatlantik auf Vergnügungsfahrt ins Mittelmeer. Nur ein paar Kilometer flussabwärts. Die Idylle täuscht. Auch hier wird gearbeitet. Mensch und Strom Hand in Hand. Im Takt der Gezeiten. Klaus Zeek ist auf dem Fluss aufgewachsen. Er tut, was seine Familie immer tat. Er fischt. Die Zeeks gehören einer fast ausgestorbenen Spezies an, den Elbfischern. Seit einigen Tagen versuchen sie ihr Glück vor der Elbinsel Nesssand, am Rande des Fahrwassers. Um die Jahrhundertwende lebten in Hamburg rund 1000 Familien von der Flussfischerei. Allein auf Altenwerder gab es 87 Fischkutter. Heute sind es an der ganzen Unterelbe nur noch 5. Diese Fangschiffe nennt man Hamenkutter. Hamen? So heißen die Netze. Sie werden nicht fahrend hinterhergezogen, sondern hängen fest in der Strömung. Eine alte und schonende Art zu fischen. Ebbe und Flut füllen die Netze. Früher holten sie hier tonnenweise Butt, Aal, Zander, Lachse und Weißfische raus. Doch Industrie und Verkehr forderten ihren Preis. Die Elbe schwappte als Abwasser- und Schadstoffkanal vor sich hin. Das Leben in ihr starb. Die Zeeks wichen auf die Nordsee aus. Erst um 1990 erholte sich der Fluss und die Zeeks kamen zurück. Heute wird vor allem auf Aal, Stint und Zander gefischt.
Lohnt sich der Fang? Ja, es könnte besser sein. Also, man will nicht meckern, man will auch nicht jubeln. Ne? Immerhin, viele Fischarten sind zurückgekehrt. Hier ein seltenes Exemplar. Ein Neunauge, ein lebendes Fossil, das auf der roten Liste steht. Hab ich schon. Neunauge wegen hier. Es ist Hochwasser. Vorbereitung für den nächsten Fang. Also wir müssen jetzt einen kleinen Augenblick warten, darauf, dass wieder Strömung kommt, die Ebbe. Die brauchen wir ein bisschen länger als die Flut. Ohne Strömung funktioniert das ganze System nicht. Sobald der Strom kentert, seine Richtung wechselt, wird auch der Kutter gedreht. Mit dem Bug gegen die Strömung können die Netze wieder ausgebracht werden. Also Anker auf. Das sind die Anker, die beiden, ne? Alle 6 Stunden das gleiche Spiel. Vater Zeek ist heute mit an Bord und fährt das Manöver. Meistens ist sein Sohn mit dem Gesellen allein unterwegs. Elbfischer wird man nicht so nebenbei. Die Ausbildung hat's in sich. Man macht seine Lehre, die dauert 3 Jahre. Wenn man die bestanden hat, ist man Geselle der kleinen Wurstsee- und Küstenfischerei. Danach muss man 24 Monate fahren. Wenn man das gemacht hat, muss man verschiedene Scheine machen. Funkerpatent, Rettungsbootsmannschein, Feuerwehrschein. Und danach wird man zur Kapitänsschule zugelassen und muss dann ungefähr 1 Jahr lang die Schulbank drücken. Wenn man das geschafft hat, ist man Kapitän und dann darf man selbstständig fischen. Ja, das war's. Obwohl die Flussfischer nicht weit entfernt wohnen, gehen sie nur alle paar Tage an Land, um ihren Fang nach Hause zu bringen. Sie leben wie Hochseefischer, tagelang auf ihren Booten. Und sie machen sich Sorgen. Ja, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, haben wir natürlich das große Problem, dass unsere Elbe hier zerstört wird. Und das soll jetzt weitergehen mit der neuen Elbvertiefung. Und das macht uns natürlich große Sorgen. Nämlich jede Elbvertiefung oder überhaupt jeder Eingriff in diesen Strom hier und Vertiefungen, die jetzt entstehen mit diesen riesen Bäcker, das ist natürlich, könnte natürlich für uns auch ein Todesstoß sein, weil dann Laichgebiete verschwinden, es verschwinden wieder Arten, die Menge wird weniger, die Strömung wird mehr, wir müssen ein anderes Geschirr wieder haben. Also das können wir gar nicht mehr übersehen, was da auf uns zukommt. Trotzdem. Für seinen Sohn kam kein anderer Beruf in Frage. Er ist jetzt in der 6. Generation Elbfischer. Elbvertiefung ja, Elbvertiefung nein. So nah begegnen sich hier Tag für Tag völlig entgegengesetzte Interessen. Diese Spuren führen zur anderen Seite des Flusses. Weg vom alltäglichen Wettlauf um Profit. Früher waren die Menschen am Fluss, um zu fischen, zu handeln, Schiffe zu bauen. Später entdeckten sie, dass ein Fluss mehr sein kann. Er wurde zu einem Ort der Erholung. Plötzlich war es schick, mit Blick aufs Wasser zu wohnen. Blankenese zum Beispiel. Vor 700 Jahren ein kleines Fischerdorf. Später zog es Kapitäne und Lotsen an. Sie verbrachten hier ihren Lebensabend. Der Elbe-Radweg führt an ihren Häusern vorbei. Einer seiner schönsten Abschnitte zwischen Tschechien und der Nordsee.
Der Hamburger Stadtteil Blankenese mit seinen großbürgerlichen Villen zählt zu den exklusivsten Wohngegenden Norddeutschlands. Hamburger haben ihren eigenen Karibikstrand direkt vor der Haustür. Gleich daneben gibt es zum Strandcocktail ein Stück maritimer Geschichte zu bewundern. Im Museumshafen Övelgönne. Hier leben die alten Zeiten, als Gaffelsegler und Fischkutter zum Hamburger Markt segelten. Oder als später Dampf- und Motorschiffe das quirlige Treiben auf der Elbe beherrschten. Alte Zeiten ins Heute retten. Das macht auch Gunnar Hamster. Draußen im Watt schlägt er die Brücke zu seinen Vorfahren. Wenn die Tide den Grund des Elbstroms freigelegt hat, geht es los. Ein 12-Stunden-Tag harter Arbeit liegt vor den Männern. Sie sind Binsenschneider. Ein Gewerbe, das früher einmal viele Familien am Fluss ernährt hat. Binsen brauchen vor allem die Stuhlflechter für ihre Arbeit. Durch ständige Schlickablagerungen haben die Gezeiten Watten und Sände gebildet, Nährboden für Schilf- und Binsenriede. Das Fehrmannssander Watt in der Haseldorfer Marsch ist ein Süßwasserwatt, eines der größten Europas. Der Flutstrom trägt das salzige Nordseewasser nur etwa bis Stade hinauf. Das Wasser, das hier kommt und geht, ist süßes Flusswasser. Dieser Boden ist eines der produktivsten Ökosysteme der Welt, ähnlich wie tropische Regenwälder und Korallenriffe. Tausende Kleinstorganismen auf engem Raum, Laichstuben für Fische, Rastplätze und Unterschlupf unzähliger Vogelarten. Nur etwa 2 Wochen im Sommer ziehen die Binsenschneider durch den Schlick. Dabei müssen sie sich immer wieder gegen kleine Angreifer wehren. Ja, überwiegend mit den kleinen Jebbers, wie wir sie nennen, so ganz kleine Stechfliegen. Ja, Blindfliegen und Bremsen halt die. Können halt schon ganz schön zusetzen. Wir haben so ein Spray, aber das haben wir aufgegeben. Die sind da, glaube ich, schon resistent gegen. Die freuen sich schon immer, wenn wir kommen, glaube ich. Gutes Binsenmaterial zu finden, wird immer schwieriger. Denn die Binse möchte gern weiches Schlickwatt haben. Und durch diese Elbvertiefung ist so viel Strom in die Elbe gekommen, dass ja, der Schlick, der kann sich nicht mehr ablagern. Das versandet alles, das wird hart und wenn es versandet und hart wird, dann ja, sag ich einfach, hau die Binse ab, weil das mag sie nicht haben. Nun überlegt Familie Hamster auch aufzugeben. Sie gehört zu den Letzten, die an der Tradition des Binsenschneidens noch festhalten. Ein Gewerbe, das seinem sprichwörtlichen Schicksal erliegt. Es geht in die Binsen. Also in die Binsen gehen kommt ja eigentlich aus der Jagd. Das heißt, wenn eine Ente in die Binsen geht, ist sie für den Jäger und Hund verloren. Weil das halt so eng verstrickt ist und man sie nie wiederfindet. Und daher kommt eigentlich der Spruch, in die Binsen gehen. Auf den Verdienst aus den Binsen sind die Hamsters nicht mehr angewiesen. Dennoch, der Abschied fällt schwer. Ja, man hört so ein bisschen mit Wehmut auf, ne? Man kennt das halt nicht anders. Im Sommer gehören die Binsen dazu und ja, es hat sonst auch immer Spaß gemacht. Die Flut setzt ein. Der Elbstrom erobert das Watt zurück. Zeit, die geschnittenen Binsen einzusammeln. Bund für Bund. Jedes wiegt bis zu 20 Kilogramm. Schneiden, einladen, ausladen.
Bei 300 Pfund am Tag sind das viele Tonnen, die die Männer wuchten müssen. Durch Eindeichung und Elbvertiefung sind in den letzten 100 Jahren viele Wattflächen verschwunden. Dabei sind sie so wichtig für den Elbstrom. Die vielen Klein- und Kleinstorganismen im Schlick sorgen für seine natürliche Selbstreinigung. Die Grundlage für eine intakte Flusslandschaft. Doch einmal verloren, lässt sich vieles nicht mehr rückgängig machen. Es ist eben nicht nur das Flussbett, das der Mensch verändert. Mit dem Traktor werden die Binsen zur Trockenwiese gefahren. Dort wartet der Rest der Familie. Alle müssen Hand anlegen. Aus den knotenlosen, sattgrünen Halmen muss alles Wasser raus. Etwa 8 Tage Sonne, mehrmals gewendet, gebündelt und gehängt und dann noch eine Woche Trockenhalle. Erst danach lässt sich das Flechtwerk verkaufen. Ein Abenteuer bleibt das Binsenschneiden für groß und klein. Fast vergessen wie die alte Sprache an der Unterelbe. Plattdeutsch. Mein Vater hat damit angefangen in der Familie, dann hat wieder das Muck und seit 4 Jahren muckt das uns Söhn. Und nun ist das aus. Wir sind ein Lüt bei den Trurig drüber. Wenn sie denn diese scheuen Beisenstall seht, das ist ein reines Naturprodukt. Unverfälscht, nicht blicken und nicht so wie die Natur das hergeben hat. All Sünden gedreucht, wie sie das hier all sein könnt, gold gel, dann ist das eigentlich ein Jammer. Segeltuch gehört zur Unterelbe wie der Wind. Jahrhundertelang trieb es Schiffe über den Fluss. Heute setzen nur noch Freizeitskipper die Segel, spielen mit dem Wind und mit den Gezeiten. Ein anspruchsvolles Vergnügen, besonders wenn zur Regatta gestartet wird. Der Senatspreis der Unterelbe ist eine von etwa 60 Wettfahrten jährlich auf dem Strom. Sportliches Freizeitsegeln begann hier vor 150 Jahren, als Hamburger Kaufleute den Norddeutschen Regattaverein gründeten. Heute gibt es fast 100 Clubs im Revier, 25.000 Segelbootskipper. Seglerisches Können reicht auf der Elbe nicht. Nur wer Wind- und Gezeitenstrom am besten ausnutzen kann, gewinnt. Stellenweise strömt die Flut mit bis zu 5 Knoten flussaufwärts. Mit ihr segelnd kommt man selbst ohne Wind voran. Aber wehe, der Strom kentert, bevor die Wendetonne erreicht ist. Mit wenig Wind gegen die Strömung zu segeln, manchmal wäre da Ankern schneller. Und noch etwas macht den Yachtsport auf der Elbe spannend. Die Berufsschifffahrt. Die hat immer Vorfahrt. Der Sportbootskipper muss wissen, wie weit er unter Land ausweichen kann. Das Wasser steigt und fällt zwischen Hoch- und Niedrigwasser 3 Meter und mehr. Sandbänke und Wattflächen werden da schnell zur Falle, wenn man nicht aufpasst. Immer Tide mit und eine Handbreit Wasser unterm Kiel. So grüßen sich die Segler auf der Unterelbe. Ohne Gezeitenkalender fährt keiner raus. Und eines ist sicher, wer auf der Unterelbe segeln gelernt hat, der kann es auch. Start und Ziel der Senatspreisregatta liegen vor der Einfahrt zur größten Marina Deutschlands, dem Hamburger Yachthafen in Wedel. Platz für rund 2000 Boote. Wedel ist einer von wenigen Sportboothäfen an der Unterelbe, die immer erreichbar sind. Alle anderen fallen bei Niedrigwasser mehr oder weniger trocken. Das Gegenstück zur modernen Marina ist die Elbinsel Lüe-Sand. Die einzige Verbindung, eine kleine Fähre.
und Holger Blom. Sein Großvater ist vor gut 75 Jahren auf dem damals sandigen Eiland gestrandet und nie wieder weggekommen. Anfangs kamen Paddler, zelteten am Strand. Und Opa Blom, Wirt von Beruf, ergriff seine Chance. Er versorgte die Inselbesucher. Erst in einem Zelt, später baute er ein Haus. Seitdem ist viel Gras auf der Insel gewachsen. Ein Vogelschutzgebiet und ein Campingparadies. Luxus sucht man hier vergebens. Andere Dinge fesseln die Camper auf Lühesand. Ganz, ganz viel Freiheit. Ganz viel Freiheit und alles im Grün und es ist so rund. Es ist einfach rund. Naja, das Schöne ist unsere Insel ist, eben, einmalig. Die Größe der Plätze. Ja. Wir sind nicht eingeengt. Wir haben keine Parzellenbauweise hier. Nur ein paar Meter Wasser zwischen hier und der Wirklichkeit. Überragt von einem der höchsten Strommasten der Welt, fast 230 Meter hoch. Den Campern aber bringt der gar nichts. Steckdosen gibt es nicht auf Lühesand. Nur Solarenergie und Autobatterien. Da wird Licht mitgemacht, da wird Radio mitbetrieben, es wird Fernsehen geguckt, wenn es mal sein muss bei Schlechtwetter. Fließend Wasser. Fließend Wasser zum Beispiel. Wohnwagen. Pumpe. Zum Abwasser. Also wenn wir hier mal Besuch kriegen, dann geht es immer so, wie kommt ihr eigentlich klar? Ohne Toaster, ohne Kaffeemaschine, ohne Strom. Wie läuft denn der Kühlschrank? Das können sich einige überhaupt nicht mehr vorstellen. Nee. Wir haben den einfachen Wasserhahn. Funktioniert auch. Man sehen und hören kann. Statt Komfort wird hier anderes geboten. Die Nähe zum Fahrwasser macht Lühesand zum Logenplatz für alle, die sich an Schiffen nicht satt sehen können. Ja, mitunter fahren die hin und her wie auf der Mönckebergstraße, die Schiffe hier. Ne? Und heute ist das mal wieder so, dass nicht so viele kommen. Ne? Viele Inseln hat der Strom im Einfluss der Gezeiten geformt und wieder verschluckt. Einige hat ihm der Mensch genommen. Lühesand aber wurde aufgespült mit dem Sand aus der Fahrrinne. Straßen gibt es hier nicht. Aber einen in die Jahre gekommenen Bulli. Das Versorgungsfahrzeug. Immerhin ist Lühesand 3,5 Kilometer lang. Die Bloms bewohnen und bewirtschaften die Insel nun in dritter Generation. Nur im Winter, wenn die Sturmfluten kommen, ziehen sie aufs Festland. Campingplatz, Gaststätte, Fährbetrieb, es gibt viel zu tun, auch für die Kinder. Und Autofahren können sie, seit sie an die Pedale kommen. Nichts Besonderes für Melanie. Ja, man hat natürlich einen Vorteil, wenn man Führerschein macht, dass man schon eine Fahrerfahrung hat und eigentlich ist das für mich schon normal. Wir können in 10 Minuten wieder hier sein, wenn wir wollen. Campen auf Lühesand. Das ist mehr als nur spartanisch zu leben. Irgendwie hat es doch mit Luxus zu tun. Dem Luxus der Freiheit. Mitten im Gezeitenstrom. Eine Freiheit, die Menschen dem Fluss abgerungen haben. Stark verästelt zog der einst durchs Land, überschwemmte es wieder und wieder. Heute schnüren Deiche die Elbe ein, zwingen sie in ihr Bett und schützen die Marsch dahinter. Nährstoffreicher Boden, den der Gezeitenstrom hinterlassen hat. Im alten Land, auf der niedersächsischen Elbseite, wächst Obst darauf. Rund 10 Millionen Bäume. Jetzt im Hochsommer voller sonnengereifter Äpfel. Mönche pflanzten die ersten Apfelbäume im 14. Jahrhundert. Sie verdienten gut, also machten es ihnen Handwerker und Fischer nach, als Nebenerwerb. Heute leben hier die meisten Bauern vom Obstanbau. Auch Klaus Rieber. Der Hof seiner Familie ist über 500 Jahre alt. Viel hat sich verändert. Früher hat man große Bäume gehabt, die bestimmt sehr schön anzusehen waren.
Aber man musste dort mit Leitern arbeiten und hatte doch große Probleme, die Äpfel in die Kiste zu kriegen. Heutzutage haben sich die Baumformen so entwickelt, dass sie eben sehr klein sind, dass sie schon fast gebrechlich sind. Sie brauchen einen Pfahl, damit sie nicht umfallen. Dafür produzieren sie aber wesentlich mehr Tonnage und größere Früchte. Und die Anbauflächen sind viel größer geworden. Schon lange sind die Obstbauern auf Erntehelfer angewiesen. Ein richtiges Problem, seit ausländische Pflücker nur begrenzt eingesetzt werden dürfen. Unser Vaterstaat möchte auch immer die Arbeitslosen in der Landwirtschaft unterbringen. Nur es ist eben auch keine leichte Arbeit. Denn die Polen hier, die arbeiten 7 Tage die Woche und machen 10 Stunden. Das will keiner. Heutzutage nicht mehr. Und dann ist es doch einfacher, wenn man sich davor drücken kann. Am Anfang war der Apfel. Eva brachte Adam auf den Geschmack. Und auch Schneewittchen konnte nicht widerstehen. Äpfel sind einfach zum Anbeißen. Jeder dritte in Deutschland gepflückte Apfel kommt aus dem alten Land. Gut gelagert und gekühlt halten die Vorräte bis zur nächsten Ernte. Beste Qualität vorausgesetzt. Nur die guten kommen ins Körbchen. Der Rest wird vermostet oder landet in der Kuchenfabrik. Alles, was nicht Handelsklasse 1 entspricht, muss da raus. Ne? Die Sortierung computergesteuert. Jeder Apfel wird mehrere Male von Kameras und Scannern erfasst und vermessen. In diesem Jahr ist die Ernte auf dem Rieberhof besonders gut. Doch auch die anderen haben überdurchschnittliche Erträge. Das drückt auf den Preis. Die Vermarktung ist schwierig, seit Jahren. Überangebot aus dem Ausland, exotische Früchte. Die Obstbauern müssen nach Nebenverdiensten suchen. Familie Rieper öffnet ihre Türen für Ferien auf dem Apfelhof. Andere veredeln ihre Ernte. Hans-Jakob Ück macht Saft daraus. Das ist mehr oder weniger ist das eine Notlösung gewesen, weil die Äpfel waren sehr billig. Ich habe meine Produktionskosten nicht mehr decken können, weil die Tafelobst, wirklich, das ging nachher nicht, wurde nicht mehr vermarktet. Dann kriegte man 6 Cent und dann wurden die geschüttet. Ja, das Kilo, 6 Cent. Und ich habe 35 Cent Produktionskosten, also das war totales Minus. Und aus dieser Situation heraus ist das eigentlich entstanden, dass ich die komplette Ernte in Saft stecke. Jona Gold, Elster, Boskop. 8 Saftsorten hat Bauer Ück im Angebot. Damit erfüllt er fast schon die europäische Vielfalt. Denn von den rund 200 Apfel- und Birnensorten, die es noch vor 60 Jahren gab, ist nur ein kleiner Rest geblieben. Ein europäisches Einheitssortiment. Geschäftstüchtig waren die Altländer immer schon. Seit jeher frei und selbstständig auf fruchtbarem Boden. Da stellte sich Wohlstand ein. Und den zeigten sie gern im Wetteifer um die schönsten Häuser. Stade ist so etwas wie die Hauptstadt des alten Landes. Über den Fluss Schwinge ist die Elbe nicht weit. Schon früh segelten Kaufleute von hier aus nach Holland und Dänemark. Stade gehörte fast von Beginn an zur Hanse. Stadt und Stapelrecht ließen den Handel mit Getreide, Tuchen und Luxuswaren blühen. Doch der Hafen war klein, die Schwinge flach. Gegen die Übermacht Hamburgs auf der Elbe kam die kleine Stadt nicht an. Kaum verändert zeigt sich heute der historische Hansehafen. Nach fast 800 Jahren. Er ist einer der ältesten in Europa, allerdings ohne schiffbaren Anschluss. Der Stadthafen vor der alten Salztorschleuse ist später entstanden, als Stade in das Industriezeitalter aufbrach. Heute wird er meist von Freizeitskippern angelaufen.
Wie die meisten Häfen am Strom ist auch Stade von den Gezeiten abhängig. Noch läuft das Wasser auf. Erst in 2 Stunden kann die Johanna auslaufen. Da bleibt noch Zeit für einen Besuch bei den Rasenmähern vom Schwingedeich. Überall auf den Deichen blöken und mähen sie. Landschaftspfleger auf 4 Beinen. Ein bisschen doof, sagt man. Aber ohne Konkurrenz, wenn es um die Deichpflege geht. Ja, damit sie das Gras abfressen und den Boden festtreten, ne? Sturmflut sicher machen. Das ist so, ne? Das ist die beste Deichpflege, die es überhaupt gibt. Ständig Bock auf saftige Halme, fressen die Schafe den lieben langen Tag. Die Graswurzeln unter ihnen gedeihen dadurch prächtig. Der Boden wird vernetzt und vorm Ausspülen bewahrt. So ganz umsonst machen es aber auch die Schafe nicht. Ein wenig Liebe und Pflege. Bei ihrem Schäfer Johannes Kippert sind sie da genau richtig. Wenn die was haben an der Klaue, man macht es ja auch nicht aus Langeweile, ne? Weil es muss einmal sein im Jahr und dann können sie sich auch was eintreten, Glas und Dorn, dann gibt es eine Entzündung und so weiter, ne? Jo. Übrigens gibt es die 4-beinigen Deichmäher an der Unterelbe noch gar nicht so lange. Die sind hauptsächlich nach der Sturmflut sind die erst gekommen, ne? Ja, haben sie die Schäfer rangeholt. So grasen seit 1962 überall auf den Deichen der Unterelbe zigtausend Schafe, die sich um die Deichpflege kümmern. Naja, meistens jedenfalls. Aber zurück zum Stader Hafen. Der Flutstrom hat hier fast den höchsten Wasserstand erreicht. Alles klar zum Auslaufen. 5 Kilometer Schwinge abwärts und dann auf die Elbe hinaus. Die Johanna gehört zu den Schiffen, die das maritime Erbe der Unterelbe lebendig halten. Auf ihnen kann man durch die Zeiten reisen. Vom Heute ins Gestern, zwischen Ebbe und Flut. Dieses Schiff ist das urtypische Schiff für die Niederelbe. Es ist gebaut worden vor gut 100 Jahren als Frachtensegler und hatte damals die Aufgabe, speziell diese Johanna, Salze von Stade nach Hamburg zu fahren. Als es noch keine Maschinen gab, halfen den Schiffern nur Wind und Gezeiten zum Ziel. Damals wurde fast alles über Wasser transportiert. Wege durch sumpfige Land waren zu mühsam. Die Schiffe waren eigens konstruiert für dieses Revier. Wenig Tiefgang, das schwere Segeltuch ließ sich mit kleiner Besatzung bedienen. Das sind Plattbodenschiffe mit Seitenschwertern, die konnten an jeder Stelle in der Elbniederung oder auch in den Nebenflüssen einfach ans Ufer gehen, trocken fallen und dann wurde der Pferdefuhrwerke oder so eben Ladegut rangeschafft und die Johanna beladen. Mit viel Geschick und Erfahrung steuerten die Schiffer ihre Fracht ewer durch Strömung und Untiefen. Eng wurde es vor allem für die Schiffe, die bis in die Elbarme und Nebenflüsse unterwegs waren. Die sind nur bei Hochwasser befahrbar. Bei Niedrigwasser bleibt man stecken. Haseldorf. Ein alter Hafenplatz auf schleswig-holsteinischer Seite. Heute Heimat eines Sportbootvereins. Die Boote liegen an Schwimmstegen im Auf und Ab von Ebbe und Flut. Ein Rest Landschaft, wie sie einmal typisch war für den Mündungstrichter eines Gezeitenstroms. Die kleinen Häfen drohen zu verschlicken, seit der letzten Elbvertiefung besonders stark. Kopfweiden erinnern an eine Zeit, als sich in der Haseldorfer Marsch noch fast alles ums Fass drehte. Mehr als 200 Jahre lang.
Damals gab es große Bandweidenkulturen, in denen die Bandmoker ihren Rohstoff schnitten. Weidenschößlinge, 3 Jahre alt, gerade gewachsen und biegsam. Und da wurde hier alles so hergelegt. Früher hatte man so einen Haufen hier liegen, Und da waren ja so 200 bis 300 Stöcke waren und dann her aufgebunden. Da hatte man so 5 bis 6 Bunde, hatte man dann. Wurden sie nachher aufgebunden. Und dann machte man dann so 5, 6 so eine Haufen den Tag über und dann hatte man seine 20 bis 30 Bunde. Ne? Die musste man schon machen, wenn man was verdienen wollte. Ne? Die alten Bandreißer beherrschen noch immer alle Tricks und Kniffe ihres Handwerks. Der kommt da so rum um die Öse. Und dann wird er dort angestellt. Guck, muss sie dort Öse fest, sonst geht er durch Auge nicht durch. Ne? Oh. Sie haben diesen Beruf in jungen Jahren gelernt. Heute gehören sie zu den Letzten einer vergessenen Zunft. Nur ab und an greifen sie noch einmal zu ihrem Werkzeug. Ein Teil der Weiden wurde gebastet. Daraus entstanden die sogenannten weißen Bänder. Die hielten Butterfässer zusammen. Da kommt nämlich der Beruf her, weil ich die auseinanderreiße. Und die kommen dann nachher hier rum, um diese Fässer kommen die rum. Das war, als man fast alles in Fässern transportierte. Auch die Butter aus Dänemark. Ja, die gespaltenen Stöcke werden dann gleich mit dem Zuchtmesser gleichmäßig glatt geschnitten, um beim Biegen nachher keine Knicks da reinzukriegen. Anschließend bekommen sie noch den richtigen Dreh, um sich am Ende gutmütig dem Willen der Bandreißer zu beugen. 64 Jahren, da war es immer schwächer und da war der Däne wieder mit den Kartons kommen, da war das Schluss mit der Bandreißerei. Ne? Und nun haben wir noch einen hier, der macht noch die Grau, nur graureif, aber der verkauft sie an Kranzbindereien und so als Adventskränze und so, Richtkränze, so, ne? Die grauen Reifen. Ne? Vor einigen Jahrzehnten lag hier das größte Süßwasserwatt Europas. Dann verkürzte man die Deichlinie, die nun die Landschaft durchschneidet. Außendeichs prägen weiterhin Ebbe und Flut den Lauf der Dinge. Die Natur ist weitgehend sich selbst überlassen. Innerhalb des Deiches entstand eine Landschaft mit Stillgewässern. Ruheplatz und Schutzgebiet zahlreicher Wasservögel. Unter ihnen der Graureiher, der in einer Eichenallee nahe Haseldorf die größte Kolonie Schleswig-Holsteins bewohnt. Ganz in der Nähe, bei Hedlingen, eine Rarität. Eine Wiese voller Schachblumen. Auch Schachbrettblume oder Redtulpe genannt. Die Schachblume ist stark bedroht, hauptsächlich durch Trockenlegung von Feuchtwiesen und Überschwemmungsgebieten. Für die Wappenblume der Hedlinger wird sogar die Maat verschoben und der Boden nicht gedüngt. Naturschützer und Bauern arbeiten zusammen in der Haseldorfer Marsch. Das Labyrinth aus Elbarmen, Prielen und Sümpfen wurde mit der Eindeichung vor 30 Jahren abrupt vom Elbstrom abgeschnitten. Stehende Gewässer und Feuchtgebiete entstanden. Die von den Gezeiten geprägte Tier- und Pflanzenwelt wandelte sich. Ein neues Biotop wuchs heran. Doch der Mensch gönnt ihm keine Ruhe. Für den Hochwasserschutz sucht er Überflutungsräume. Die ließen sich schaffen, wenn man die Binnenelbe wieder an den Tidenstrom anschließen würde. Ein Gebiet, das sich gerade erst erholt hat, wird erneut völlig auf den Kopf gestellt. Die Heimat seltener und bedrohter Arten. Also hier haben wir ein altes Pappelgehölz und durch Sturm fallen dann halt die Bäume um. Und die Pappeln haben ja Tellerwurzeln und diese Tellerwurzeln werden dann halt vom Eisvogel genutzt. Der baut dann dort seine Nisthöhlen.
bei den abgestorbenen Baumstämmen nutzen die Spechte dann die Baumstämme, bauen dort ihre Höhlen und diese Höhlen können wiederum auch später von Fledermäusen besetzt werden. Die Haseldorfer Binnenelbe ist eines der größten Naturschutzgebiete Schleswig-Holsteins. Der Biologe Uwe Helbing betreut das Gebiet und beobachtet, wie sich die Artenvielfalt entwickelt. Zu seinen Aufgaben gehören Vogelzählungen und Kartierungen. Hier brüten und rasten über 200 Vogelarten. Der einst gefährdete Kormoran hat sich erholt. In ganz Deutschland. Zu gut, meinen viele Fischer und Teichwirte. Sie sehen den fischfressenden Vogel gar nicht mehr gern. Ja, also die Kormoran-Kolonie, die wir hier an der Haseldorfer Binnenelbe haben, hat jetzt in diesem Jahr 410 Nester gehabt und ist damit eins der größeren Kolonien in Schleswig-Holstein und die einzige, die in einem Naturschutzgebiet liegt und mehr oder weniger unter Schutz steht, während eben durch die neue Kormoranverordnung, die in diesem Jahr rausgekommen ist, die anderen Kormorane zum Abschuss freigegeben worden sind. So manches Vogeldasein beginnt mit einem Bauchklatscher. Aber eben in der behüteten Ruhe eines in weiten Teilen unzulänglichen Naturschutzgebietes. Nur ein paar Elbkilometer weiter tobt das Leben. Statt der streng geschützten Ruhe hinterm Deich ausgelassener Freizeitrummel. Der Strand bei Colmar ist nur eine von vielen Erholungsmeilen an der Unterelbe. Der Elbsand feiner und weicher als mancher Ostseesand. Hamburger füllten damit die Sandkästen ihrer Kinder auf. Fest und zwei, das Gewehr. Über! Fest und zwei, links. Um! Links, links. Ja. Links ist da. Strengere Bekleidungsvorschriften in der alten Festung Grauer Ort. Das erste hanseatische Infanterieregiment. In den Uniformen Reservisten von heute. Das Artilleriefort Grauer Ort, gebaut auf einer in die Elbe ragenden Landzunge. Die strategische Lage schätzten schon Kedinger Seeräuber. Im 12. Jahrhundert kaperten sie von hier aus Schiffe. Später kamen die Preußen. Die wollten den Hamburger Hafen schützen, gegen feindliche Schiffe, vor allem die der Franzosen. Für diesen Blick zurück muss man einem Privatmann danken, der vor ein paar Jahren ein Stück verfallene Geschichte kaufte. Der Feind dieser Anlage war nachher die neue Munition, die neue Geschosstechnik und Geschütztechnik. Und dagegen hat man die Festung nicht mehr gesichert. Und darum hat man sie schon 1895, 16 Jahre nach der Fertigstellung, wieder außer Betrieb genommen und hat sie dann sozusagen erstmal sich selbst überlassen. Sie wurde bewacht, man konnte sie besichtigen, aber sie hatte keine weitere Verwendung. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, zum Ersten Weltkrieg hier, ein Seeminenlager eingerichtet wurde. Diese ganze Festung wurde in den Jahren 1924 bis 1926 weiter umgebaut, sodass das Seeminenlager Grauer Ort bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges große Bedeutung hatte. Eine graue Festung im Dornröschenschlaf. Schon wachgeküsst und doch gefangen. Im Königreich der leeren Kassen. Wachwechsel. Eine Wache rauf, Feuer eintritt. Festungswache, Alarm! Ein altes Fort im Sturm auf neue Zeiten. Der Routenstrom ist längst im Heute angekommen. Moderne Bootsanleger, freizeitorientiert. Der Elbarm umrahmt die alte Elbinsel Asseler Sand, die kleine Schwester von Krautsand,
gleich nebenan. Manchmal stolpert man auch hier über Erinnerungen. An die vielen kleinen Werften zum Beispiel, die es an der Unterelbe einmal gab. Unternehmerischer Flexibilität ist es zu verdanken, dass die Werft der Brüder Hatticke noch heute produziert, nach über 100 Jahren. Statt Holzjachten, Fischkuttern und Arbeitsbooten aus Stahl, nun leuchtende Rettungsboote aus Kunststoff. Früher gab es im Bereich der Elbe viele Werften, aber auch heute gibt es sehr viele Reedereien, die hier in diesem Bereich ansässig sind. Wir haben es geschafft, nicht nur für die Werften in der Vergangenheit zu liefern, sondern auch für die Reedereien, die hier heute ansässig sind, für deren Neubauten, die in Deutschland, Europa oder auch Fernost gebaut werden. Der Urgroßvater gründete das Familienunternehmen. Mit der Konstruktion eines Beibootes aus Glasfaserkunststoff schaffte die Firma in den 80er Jahren den Durchbruch. 3 Jahre später entstand der erste sogenannte Freifaller. Hatticke-Boote gingen in Serienproduktion. Mittlerweile haben sie weltweit die Nase vorn. Etwa jedes dritte Freifallrettungsboot wird hier auf Krautsand zusammengeklebt. Weit über 100 Leben haben sie schon gerettet. Eigene Entwicklungen auch bei den Herstellungsverfahren machen die Produktion an der Unterelbe konkurrenzfähig. Rund 500 Rettungsboote im Jahr in verschiedenen Größen und Typen für Containerriesen, Kreuzfahrer und Frachtschiffe. Bis zu 20 Meter tief stürzen die fliegenden Boote. Der Aufprall ist hart. Höchste Ansprüche an Konstruktion und Material. Deshalb wird jedes Rettungsboot in mehreren Praxisversuchen harten Belastungsproben ausgesetzt. Begeistert ist niemand. Aber beim finalen Test sitzen alle mit im Boot. Maritimer Crashtest ohne Dummies. Die Personen, die hier reinkommen, die setzen sich hier in ihre Sitze, nehmen sich die Anschnallgurte, zogen sich fest, pressen dann ihren Kopf ein bisschen in die Nackenstütze und dann löst der Fahrer das Boot aus und es geht im freien Fall Richtung Wasser. Mit ihren Freifallern haben die Schiffbauingenieure Hatticke ein Stück Werfttradition der Unterelbe ins neue Jahrtausend gerettet. Die Unterelbe, wo sich Brauchtum und modernes Leben treffen. Die Vergangenheit immer auch ein Teil des Alltags bleibt. Eine spannungsreiche Welt zwischen Ebbe und Flut. Am Puls des Meeres. Ein Land im Gezeitenstrom.